Ja Leute, was geht denn da? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, und eurem Gamer Brother. Freunde, heute gibt's wieder ein neues Karriere-Best-of. Ihr habt's euch gewünscht. Kommt heute wieder. Ihr feiert die Dinger ja extremst. Lasst auch hier gerne wieder ein Like, da ihr wisst, bei den Karrierefolgen sehr, sehr wichtig, weil es sind immer diese XXL-Videos. Wichtig und richtig für den Algorithmus, hier ein Like dazulassen und auch einen Kommentar dazulassen. Denn es ist das Ende der ersten Saison. Wir gehen dann am Wochenende in Saison Numero Dos rein. Könnt ihr mir sehr gerne Transfervorschläge in die Kommentare schreiben. Ihr werdet heute sehen, ob es mit dem Aufstieg geklappt hat oder ob wir Getrümmer gebrucht worden sind. Ich weiß nicht, kein Deutsch. Das werdet ihr hier auf jeden Fall sehen. Und mir kann an meinen Cutter gerne den Tweet einblenden. Ich habe einfach eine E-Mail von Paris FC bekommen, von der Vereinsführung. Ganz, ganz wild. Super lustig. Die haben mir geschrieben, haben sich bedankt, wie korrekt meine Community ist und wie wir den Verein einfach aktuell so in Deutschland pushen. Wie ist lustig. Vielleicht kommt da doch in Zukunft was. Ich bin jetzt auf jeden Fall mit denen in Kontakt. Also ganz lieben Kuss an alle, die das Ding hier die letzten Wochen supportet haben. Heute Abend gibt es auch wieder einen Stream. Twitch.tv/GamerBrother. Checkt das Ganze ab, lasst dir unbedingt ein Like da und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Vamos, let's go. Mach dein Ding, 100 Euro Code in deinen DMs und gut ist. Und jetzt positives Karma. Und jetzt gewinnen wir heute mit Paris FC jedes Spiel. Jedes Spiel gewinnen wir heute, weil ich Karma gesammelt habe. Soll ich euch was Cooles zeigen, Chat? Ich habe noch mehr positives Karma gesammelt. Ich zeige euch was. Seid mal ehrlich, ehrenhaft oder ehrenhaft? Ich habe sogar die Taktik bearbeitet. Guckt euch das an. Ich habe auf jedem Reiter jetzt eine Taktik. Habe ich mir außerhalb des Streams Zeit genommen. Ausgeglichen, 4-3-3. Offensiv, ein bisschen offensiver ausgerichtet. Sehr offensiv, 3-4-2-1 zum kompletten Pushen. Defensiv, 4-3-3, bisschen defensiver ausgerichtet. Sehr defensiv zur Mauern, 5er-Kette. Macher, 1 in den Chat für Macher. Macher. Ich dachte, wir hätten gegen... Digga, der ist ja eigentlich bei Nizza. Das ist der Typ, Kaspar Dolberg. Dem hat damals Rolex Fadiga die Rolex geklaut. Aber der Bruder ist nach Hertha gegangen. Der ist einfach aus der Liga geflüchtet. Weil er einfach Angst um sein Hab und Gut hat. Den müssen wir irgendwann kaufen. Irgendwann spielen die wieder zusammen. Irgendwann müssen wir die vereinen. Transferangebot für Hani, ne? Das ist unser Linksverteidiger. Der ist zwar schon 31, aber das macht keinen Sinn. Kann ja nichts abgeben. Klimowitz, Leihangebot von Sturmgreier. Ja, das ist ein Stürmer, den brauchen wir gar nicht. Chat, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir spielen zu Hause. Gegen Nizza. Pokal. Hani, du machst das. Mango kann nicht spielen. Mango ist enttäuscht. Warum? Dolberg zockt nicht. Dolberg gewechselt. Diakite für Name. Also Pokal ist mir relativ scheißegal, ne? Aber es wäre halt gut für die Mannschaft. So eine kleine Sensation wäre cool. Alles entspannt. Nizza macht hier keinen Druck. Wir haben das alles im Griff. Pablo Rosario. Digga. Wir haben ja gar keine Schnitte. Oh mein Gott. Lauf! LOL! Nein, abseits. Ja. Das war abzusehen. Das war abzusehen. Ist auch nicht unverdient. Oh! 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 Weil ich ein Händchen hab! Ist auch verdient! Er ist auch einfach. Oh, Torhymne! Let's go! Bruder, weil ich einfach ein Händchen hab. Weil ich ihn gesehen hab. Schön! Oh, oh! Bruder! LOL! Was ist denn das für Bedingung? Das ist blendet! Ei! Mango! Ei! Was meine Augen? Jungs machen einen guten Job da. Super, super gespielt. Oh mein Gott! Digga, was geht ab? Mango! Mango! Wie gut spielen die gerade? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Let's go. Let's go. Wechseln, 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 wechseln. Ribéry gelb. Name rein. Soll ich bunkern, Chat? Zu spät. Scheiße, zu spät. Fuck. Wo will er hin? Sehr schön. Aha. Oh. Oh. Oh!
Was geht ab? Bunkern, 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 bunkern. Paris FC, Paris FC, Paris FC ist wieder da. Paris FC ist wieder da. Paris FC ist wieder da. Jawohl, da sind wir doch. Da sind wir doch, Junge. Wer ist Nizza? Hä? Was für Nizza? Erste Liga. Was für Nizza? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Noch nie gehört. Noch nie gehört, Nizza. Unsere Ziele sind gefährdet. Aber, guck mal, weißt du, das ist auch halt wieder das Ding. Die ganze negative Presse gegen mich. Da kommst du gegen den Erstligisten weiter und das Erste, was der Vorstand macht, ist: Sehr geehrter Herr Rammel, wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, haben wir alle einen ziemlich kleinen Genitalbereich und das finanzielle Wachstum des Vereins ist ein wichtiges Ziel für uns. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Bitte behalten Sie die spezifischen Ziele im Auge, denn wir haben alle sehr kleine Schwänze und tun Sie alles dafür, um diesen kleinen Mikropenis zu kompensieren. Mit freundlich... Alter. Die sehen gar nicht, was ich für ein Mehrwert bin für den Verein. Komm weiter und dann labern die mich da voll. Finanzielles Wachstum. Ich probiere zu zaubern. Alessandrini. Ah, wobei, der müsste Startelf zocken, ne? Ah, ist zu viel. Ein Afas nur zentral. Ich brauche halt Flügel. Lol, Koulibaly zu Venezia. Ich probiere den. Ah, es wird viel zu teuer, Digga. Jouer au four, Nizza. Tonglele, Maison, Coupe de France. Avec le fromage. Oh, oui, oui. Oh, et Franck Ribéry. Et avec Diakité. Digga, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Mach ruhig 15%. Mach ruhig 15%. Ich muss halt noch ein bisschen Gehalt kriegen. Mach ruhig 15%. Jetzt wird hart verhandelt. Jetzt wird... Bruder, was bin ich für ein Fuchs? 2,6 Millionen Euro Marktwert. 1,8. 1,8! Weil ich holländisch kann. Ich fahre auf dem Fiez Fahrrad. Frag mich noch einen Begriff. Holländischen Begriff, frag mich irgendeinen. Frikandel, Spezial. Ich habe 9.500 Euro Gehalt. 9.500 Euro Gehalt. Was kriegt er? Wie viel Gehalt kriegt er? 7.000. Das kriegen wir hin. Das wird eine Punktlandung. Hey, was geht? Komm rein. Ich meine natürlich, herzlich willkommen in meinem Büro. Sehr geehrte Vertreter der Interessen dessen Spieler, den wir hier verpflichten wollen. Ich hoffe, Sie haben gut hergefunden. Ich hoffe, der Weg war angenehm. Ich hoffe, Sie mögen es hier in Paris. Rolle im Kader würden wir dem Vaclav wichtig anbieten. Das ist ein wichtiger Mann. Auf der Position haben wir halt unser Top-Talent. Aber der Mann wird seine Einsätze kriegen. Super, entspricht unseren Vorstellungen. Mein Klient ist mit der vorgeschlagenen Rolle einverstanden. Vertragsdauer würden wir hier erstmal um drei Jahre. Ja, 3 Jahre ist eine super Geschichte. Freigabe so, nee, das muss gar nicht sein. Nee. Passt. So, Gehalt. Wir wollen natürlich... Nee. Ich könnte es schon annehmen, das ist big. Und ich hätte da noch 200 Euro auf dem Konto. Das ist ja schon mal big. So, Franck Ribéry, Champions League Sieger. Europas Fußballer des Jahres. Mit dem kannst du Monat chillen. Ja, das sollen wir annehmen vielleicht. Fairer Vorschlag. Fairer. Und Freunde, das und das ist Perfektion. Das ist Perfektion. 2000 Euro noch auf dem Konto. Rammel Masterclass. Paris FC holt Vaclav Tcherny. Mit der Nummer 11 sieht gut aus. Der Spieler äußerte sich bei seiner Pressekonferenz zu seinem Wechsel. Paris FC ist eine Mannschaft mit enormen Ambitionen und es freut mich, bei so einem renommierten Club untergekommen zu sein. Zodferev. Ich kann nicht ernst bleiben dabei. Zodferev, Alter. Eieieiei. Bark Merenbeck. Tcherny wechselt offiziell zu Paris FC. Er wird die Nummer 11 bekommen. Carlos Sainz Jr. Ab wann kann man das Tcherny-Trikot bestellen? Goal Mango. Ey, das ist ehrenhaft. Hat uns gerade noch durch den Pokal gecarried. Herzlich willkommen, Tcherny. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und einige Tore von dir aufgelegt zu kriegen. Genauso einen Spieler haben wir gebraucht. Thomas Boulanger. Herzlich willkommen, Vaclav Tcherny bei Paris. Ja, das ist korrekt von ihm. Patrick Berger. Der Deal mit Tcherny ist laut unseren Informationen unter Dach und Fach. Rammel wieder mit Masterclass. Mit dem restlichen Geld wird jetzt Goldsteak gegessen. Go we here. Und, Digga, guck mal, auf einmal die Presse wieder auf meiner Seite. Auf einmal. Ich sage euch ehrlich, ist es schon ein bisschen Angst? Kim Pempe für 60 Millionen zu Inter? Hat schon ein bisschen was von Angst, ne? Da wird schon abgerüstet in Paris. Er hat Angst wegen seiner Rolex, ja, das kann sein. Da ist er direkt. Rolex war Digga mit mehr Einsätzen bei Paris FC, als er dachte. Jawohl. Moin. Ey Dave, was geht? Ich bin verzweifelt bei Formel 1.
Jetzt muss der Liga-Endspurt kommen. LOL. Hä, wie cool. LOL. Wie cool. Ah, ihr seht es gar nicht. Ihr seht es gar nicht. RCD Mallorca hat ein Leihangebot von Schalke für Hoppe erhalten. Wie cool. Okay. Chat, wir haben ein sehr wichtiges Auswärtsspiel. Nee, Heimspiel sogar. Gegen den Tabellenzweiten. Wenn wir gewinnen, sind es nur noch 5 Punkte. Eigentlich muss ich mit Mango gehen. Der war sehr, sehr stark im Pokal. Ich muss mit Mango gehen. Es ist so wichtig, das Spiel. Come on. Come on. Komm, Mango. Du hast den Pokal richtig gut gespielt. Ce sont les Girondins qui donnent le coup d'envoi du match. Sind die Gila-Wugis Brüder? Ist es denn der Wolfsburg-Gila-Wugi oder gibt es dann noch einen von? Digga, wie viele Gila-Wugis gibt es denn? Joshua Gila-Wugi. LOL, das sind Brüder! Wir haben ein Brüderduell! Krass, wir haben einfach ein Brüderduell-Chat. Oha. Also unser Gila-Wugi grätscht auch mal gerne einen um. Du musst jetzt nicht deinem Bruder die Karriere versauen hier. Ah, scheiße. Ah, das verlieren wir Todeskacke. Stark. Stark! Let's go, Mango! Big Wintertransfer! Big Wintertransfer! Schnelle Antwort! Wow! Es ist halt defensiv gar nichts, ne? Ja, ey, ist das schlecht. Alter, das ist defensiv so schlecht. Also es tut mir leid, ne, aber da wird auch halt einfach mal wirklich, sorry, in der 40. gewechselt. Also sowas Schlechtes habe ich da noch nie gesehen. Also Kanté ist halt wirklich, sein Name ist lustig, aber sonst kann der Bruder gar nichts. Ja, das war's. Oh Mann. Warum denn schon wieder auf einmal? Warum gewinnst du denn gegen einen scheiß Erstligisten und kriegst dann so Penis, Alter? Hey! Ah, 30 Minuten noch. Ey Digga, also defensiv und unser Torwart ist, kannst du alle austauschen. Sag ich dir aber mal so wie es ist. Du kannst 5 neue Leute holen. 4 Verteidiger und einen neuen Torwart. Real Talk. Wer ist denn dieser Elis? Der fickt uns ja komplett in alle Löcher. Bodenlos. Kannst 5 neue Leute holen. Ich muss eine neue Taktik machen. Oh, und jetzt geht's gegen Lyon, Alter. Was haben die über mich geschrieben? Czerny spielt nicht. Tut mir leid. Was haben die über mich geschrieben? Zum Glück nix. Pressing nach Ballverlust, soll ich das machen? Weil ich verstehe das nicht, es funktioniert gegen den Erstligisten. Also gut, das ist halt, Bruder. Also wenn wir da jetzt was holen, dann weiß ich auch nicht. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Digga, wenn wir jetzt eine Pokalmannschaft werden, sage ich euch ehrlich, wäre ich getriggert. Weil was will ich mit dem Pokal? Ist mir scheißegal. Geht mir, ich will aufsteigen. Maximilian Arnold. Ah, Lacazette, da ist er erfahren, den macht er. Den macht er. Den macht er. Den macht er. Ah, ist okay. Ich finde, wir. Chat, jetzt mal ehrlich: Das ist Lyon, das ist eine französische Spitzenmannschaft und wir präsentieren uns ehrlich gut. Da habe ich gar kein Problem mit. Digga, Czerny macht ein richtig gutes Spiel. Hilfe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruder, Czerny macht. Also, das ist. Ich gehe Risiko. Diakité 1 nach hinten, Ribéry rein. Es hat 200 Mal nicht funktioniert. Aber ich versuche es ein 201. Mal. Frank Ribéry. Ah, nein! Oh mein Gott, Ribéry, das war sein erster Ballkontakt. Oh mein Gott! Ja. Ja, scheiße. Ach, fuck. Ah, gutes Spiel gemacht. GG, es war ein gutes Spiel. 7:3 Schüsse, Alter. Ein Tor wäre halt ehrlich verdient gewesen. Aber ich kann gegen meine Jungs nicht sagen, Chat. Mal plus 1, da kann man den Jungs nichts vorwerfen. Das war ein gutes Spiel. Lol. PSG ist einfach schon raus. Ey, Chat. Wir sind jetzt schon größer als PSG. Wir sind im Pokal weitergekommen als PSG. Kann man nichts gegen sagen. Pau FC 3:0 gegen Marseille, lol.
Digga, was geht denn bei Pau FC? LOL! Ich muss scouten. Ich muss Pau FC scouten. Was gibt's da? Ascender, das ist doch der Typ, der uns gebumst hat. Digga, da behalte ich. Ich behalte euch im Auge. Ich behalte euch im Auge. Wo stehen die auf der Tabelle? Digga, jetzt kommt der Kapitän zu mir. Jetzt kommt der Kapitän zu mir, der seit Wochen keine Leistung bringt und sagt, hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich aktuell Sorgen, dass dem Club irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie die Situation verbessern wollen. Ja, ihr müsst besser spielen, ihr Vollidioten, Digga. Was ist denn los mit euch? Danke für die Mitteilung. Ja, und jetzt spiel Fußball. Bist du dumm oder was? Wir spielen zu Hause gegen Quev Ruhren. Und ich mache eine Schnellsimulation, weil ich den Jungs wieder vertraue. Ihr müsst. Rolex-Fatiger. Und Kanté mit einer 8-0. Kanté hat sich direkt mein Gespräch zu Herzen genommen. Let's go, Alter. Wichtig. Das ist, Digga, wir haben ein unsympathisches Team, sag ich euch ehrlich. Paris FC-Spieler Cheick Oumadiakite sieht man derzeit nur äußerst lächeln. Obwohl er seiner Ansicht nach, ja, Bruder, geh doch nicht direkt zur Presse. Bist du Lukaku oder was? Was ist denn los mit dir? Spielt einmal nicht und heult rum. Gegen wen spielen wir jetzt? Gegen EAG. Die ist halt 19. Verkauft den, niemand braucht Unruhe. Ey, der ist halt 19. Der ist halt 19 und hat 71. Der ist halt echt schumpig. Ich würde ihn auch eigentlich spielen lassen, aber Name ist halt Killer. Und für Ribéry... Für Ribéry kann ich ihn halt noch nicht spielen lassen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Digga, die sind Vorletzter. Digga, Rolex Fadiga trifft schon wieder und du kriegst in der 87. Und guckt euch, ich sag nur eins, guckt euch die Ratings der Verteidiger an. Kannst die komplette Verteidigung kernsanieren. Boah, 7. Ich möchte eine außerordentliche Pressekonferenz einbeführen. Bonjour. Est-ce que tu fais la message avec pour le goalkeeper? Nous avons changé Lucas Zidane très mal. Et nous avons avec le nouvel goalkeeper. Et oui. Ah oui, oui. Nous avons un bon spiel. Bonjour pour la presse. Oui. C'est vrai. Et nous avons cherché pour fromage avec le Bordeaux. Also, auch mal für die Medien. Auch mal für die Medien. Lucas Zidane wird vorerst nicht mehr unsere Nummer 1 sein, sondern Jordan. Der wird ab jetzt bei uns im Kasten stehen. Und auch direkt die prestigeträchtige Nummer 15 tragen. Ihr wisst, es muss Änderungen geben. Ihr wisst das. Olivier, du hast heute eine schwierige Aufgabe. Du spielst heute in der Innenverteidigung. Das ist ein ganz neues Ding für dich. Kanté, Bank. Hadiam, du machst das Ding von Anfang an. Mango, ich sehe dich heute auf dem linken Flügel. Rolex Fadiga, du bist da. Boulanger, Verantwortung übernehmen. Jordan, wir haben einen neuen Keeper. Seid korrekt zu ihm, redet mit ihm. Der ist 17 Jahre erst jung, den müsst ihr aufbauen. Und dann gehen wir rein. Sehr gut, Jordan. Kommt direkt rausgelaufen, macht seinen Job super. Digga, Jordan! So kann man mal die europäische Fußballbühne betreten. Digga, das ist ein ganz starkes Debüt, Chat. Was ist für ein Keeper? Er ist eine Katze. Ach Digga, das ist so unlucky, ne? Es ist so unfassbar unlucky. Das kannst du keinem erzählen. Das tut so weh. Es ist einfach nur noch Schmerz. Spiel ihn. Ey Digga, Gila Vogi, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich wechsel dich wieder aus. Du wurdest eingewechselt und wirst wieder ausgewechselt, Digga. Digga, ist das schlecht, Alter. Mann! Digga, was sind die? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, also, wir haben ein gutes Team. Ich weiß nicht, was ich taktisch noch tun soll. Keine Ahnung. Tschüss, wer bist du? 1,2 Millionen wert. Girard oder so heißt der, ne? Digga, Kanté, halt doch deine Fresse. Was redest du mit mir? Was ist mit dir? Hallo, Boss, ich wollte mich bedanken. Mein Gespräch war natürlich ein Risiko. Aber sie haben mir zugehört. Bei uns läuft es besser. Willst du nicht
verarschen. Es läuft besser. Ist das besser? Ich komme nicht klar. Tut mir leid, aber er wird suspendiert. Also, ich suspendiere jetzt den Kapitän. Ich suspendiere jetzt den Kapitän. Es tut mir leid. Es ist nicht mehr tragbar. Es ist nicht mehr tragbar. Tut mir leid. Neuer Kapitän, Jourdan. Jourdan hat die Binde. Ein 17-Jähriger. Ein 17-Jähriger hat die Binde. Und jetzt führst du uns zum Erfolg. Digga, was soll ich tun? Was soll ich tun? Jourdan 5-2. Hila, wo geht's zufrieden? Weiß ich nicht. Nationaltrainer auf Herd. Habe ich gar keine Zeit für. Gar keine Zeit für. Gar keine Zeit für. Luca Zidane. Jetzt haben wir auch noch eine Torwartdiskussion. Wer hat denn die entfacht? Wer hat denn die Torwartdiskussion entfacht? Keine Ahnung. War nicht mein Bier. Komm, du bekommst deine Chance. Du bekommst deine Chance. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Zu Hause gegen, Digga, gegen Niort. Bitte, bitte, Männer, bitte, 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 bitte. Ihr könnt das. Schön. Ribéry holt sich die Bälle. Schön. Spielgestalter. Schön. Die müssen mehr in die Mitte. Die stehen viel zu lost außenrum. Il va pouvoir centrer. Eh, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Et dann lui sert. Es geht nicht. Es ist nicht tragbar. Es ist nicht tragbar. Es ist nicht tragbar. Es ist nicht tragbar. Attention à ce ballon. Es ist nicht tragbar. Es ist nicht tragbar, wie scheiße die alle sind. Es ist nicht tragbar, wie kacke die alle sind. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Tiens, on va prendre quelques secondes pour aller voir ce qui s'est passé dans le match d'Amiens. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Amiens. Et le but. Et les deux équipes qui se retrouvent à égalité. Ich sag's euch ehrlich, Rolex Fadiga ist der einzige Spieler, auf den ich mich verlassen kann. Es ist der einzige Spieler, auf den ich mich verlassen kann. Franck Ribéry. Ja! Ja! Weil er der Einzige ist! Junge! Oh! Er macht fast einen Hattrick. Er macht ihn jetzt. Jetzt macht er ihn. Pass auf. Jetzt macht er den Hattrick. Oh! Die Mannschaft ist on fire. Die Mannschaft ist on fire. Halbzeit. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir gewinnen ein Spiel. Ich glaube, wir gewinnen ein Spiel. Und Czerny macht sein Debüttor. Rolex Fadiga hat uns so im Rucksack gehabt, Alter. Leck mich am Arsch. Rolex Fadiga hat uns so im Rucksack gehabt. Oh, no front an den Keeper. Schöner Sieg, ich wusste, dass er einen Sieg geben wird, wenn ich spielen darf. No front an Jourdan. So will ich das häufiger sehen. Luca Zidane, neue Nummer 1. Ey, wir müssen. Wir haben noch nie so sehr gemusst. Le match qui démarre maintenant. Bitte. Franck Ribéry. Oh, c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Ribéry verletzt. Nach drei Minuten Kapitän verletzt. Va-t-il parvenir à centrer? Boah, Zidane. Stark. Ich glaube, Ribéry muss ehrlich raus. Ja, ja. Das tut weh. Diakité. Ribéry. Ja! Und Ribéry legt noch einen auf! Er legt noch einen auf! Wichtig. Bro, willst du mich ficken? Der ist eine Minute auf dem Platz. Willst du mich verarschen? Ribéry, leichte Verletzung. Diakité rein, eine Minute leichte Verletzung. Was ist denn das? Wechsle ich den jetzt auch aus oder was? Ja, perfekt. Girard. Da macht Girard sein Debüt. Notgedrungen. Ein 16-Jähriger. Scheiße. Digga, Zidane ist ein Hexer. 10-0er Bewertung. 9-5. Zidane ist ein fucking Hexer. Digga, was ist mit Zidane los? Alter, was ist mit Zidane los? Hilfe! Das kannst du ja gar keinem erzählen. 9-1 Schüsse. Digga, ich bin eine Sekunde drin! Ich werde heute nur gebrochen! Es nervt so krass! Oh, attention! Oh, le gardien puis le poteau!
Digga, das war's. Wir spielen zweite Liga. Wir spielen zweite Liga. Platz 9. Wir spielen zweite Liga. Das ist Liga 2. Alter, Diakite gebrochener C, 3 Monate verletzt. Alter, Ribéry 5 Tage. Alter. Wir haben 8 Spiele noch, das kann nichts mehr werden. Wir müssen alle 8 Spiele gewinnen. Ferni, bei der Nationalmannschaft erstmal. Wir müssen Fünfter werden. 6 Punkte. Was sagen die Medien? Was sagen die Medien, Chat? Gute Besserung, Diakite. Wir werden aufsteigen, mehr sage ich nicht. Luca mit einer Klassenleistung für den Paris FC. Official Team of the Week Stats. Na, das ist richtig. Das ist richtig, das fühle ich. Jungs, Mund abwischen, Kopf hoch, weitermachen. Wenn es die Saison nichts wird, dann halt nächste. Rammel out, Ole in. Paris FC ist mal schon wieder Punkte weg. War es das jetzt mit dem Aufstieg? Ja, leider ja. Oha. Weiß nicht, was ich dazu sagen wollte. Dachte immer, dass ich ein Leben lang bei dem Verein bleiben werde, aber anscheinend sieht es momentan nach Abschied aus. Ey, Gilavugi, chill, alles gut. Wir machen das. Wir machen das. So, Jira, linker Flügel. Warmusch. Männer, ich will nicht viel von euch. Nur eins. Macht mich stolz. Kante, es war lange kritisch zwischen uns. Aber wir versöhnen uns wieder. Macht mich einfach stolz. Wir spielen beim ersten. Rolex raus. Kommt von der Bank. Super Sub. Überraschungsmoment. Stark. Stark. Wir führen beim ersten. Und jetzt chillen. Und jetzt bitte. Bitte. Also Luca Zidane, die Denkpause hat bei dem so gut getan, ne? Der hat ohne Scheiß, der hat sein Leben überdacht in der Zeit. Anderer Spieler, seitdem er zurück ist. Oh, Kanté, super. Ja! Ja! Was geht denn ab, Alter? Wir führen 2-0 beim ersten. Boah, das wäre so wichtig, Alter. Wäre so wichtig. Und Ribéry hat mal getroffen. Ich glaub's nicht. Digga, was spielen die gerade für Fußball? Ah, das ist ja geisteskrank. Zweiten Bälle kriegen die. Digga, was geht ab? Mango mit einem 3-0. Wir führen beim Tabellenführer 3-0. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe es nicht mehr. 3-1 ist mir so scheißegal. Krass. Alter Falter. 3-1, Chat. Das könnte so ein dickes Ergebnis sein. Das könnte uns so tragen jetzt. Come on. Und auf einmal sind es nur noch 4 Punkte für Rang 5. 4 Punkte, Chat. 4 Punkte. Schaut mal her. 50 Punkte, da müssen wir hin. 4 Punkte. 7 Spiele, 4 Punkte. Wir haben ein Angebot von unseren... Ja, das ist geil. Von unseren Ersatzkeeper. 1,25 Millionen, das ist big. Das ist sehr big, Chat. Weil... Ja, ich will jetzt nicht komplett jinxen. Ich mach mal 1,4. Ich würde es eigentlich jetzt schon annehmen, bin ich ehrlich. Weil er zockt ja nicht mal. Es ist sogar Shahin! Ja, dann nimm. Auf einmal willst du zahlen, oder was? Im Sommer noch rumgemuckt, der Wichser. Nimm deine 1,4 Millionen hier. Danke, dass ich endlich wieder spielen durfte. Natürlich war es die richtige Entscheidung. Hä, warum ist denn der sauer? Hä? Ich wollte damit sagen, Bro, dass du gut bist. Hä? Hä? Ich wollte dich doch nur loben. Frong, was ist los? Lass uns Goldsteak essen gehen, Frong. Wir haben Transferangebot für Butaib, 400k. Ja, der ist halt 34, viel mehr kann ich da nicht rausholen. Aber das wäre big, wenn wir da für den Sommer schon mal ein bisschen was kriegen. Ich fordere aber nicht viel, ich mache 500. Ich probiere aber ohne Scheiß. Der ist 34, der Bro. 430. Ich mache 450, Chat, das passt für mich. Ganz ehrlich, ich gehe, mach 430. Ich gehe kein... Hier, so. Zack, gar nicht irgendwie hier groß rumdiskutieren. Nimm den Spieler. Mach, was du willst damit. Fomanos Kritik wird ignoriert. Was hat Fabrizio geschrieben? Gabrizio Fomano. Rammel denkt, er könnte mit einem Sieg seinen Rauswurf verändern, aber Marget steht schon bereit auf dem Trainingsplatz. Mit Medizinbällen. Oha! Laut Medienberichten soll Rüdiger Rammel kurz vor einem Rauswurf bei Paris FC stehen. Nachfolger wird der in der Medizinballabteilung gefundene Felix Magath. Julian Nagelsmann wird ebenfalls als Nachfolger bereitstehen. 3-4-4, we go here. Ich will jetzt 100% Einsatz sehen. 100% Einsatz. 4 Punkte, Chat. Oh, oh. Ja! Luca Zidane, Junge, den haben wir so zurückgeholt. Schön. Oh, Rolex-Fadiga. Kommt die Murmel. Siegol!
Das ist big. Und das ist big. Junge, da steigt er in die Lüfte. Wichtig, 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 wichtig. Es ist gut, dass ich es nicht ausgesprochen habe. Sonst hätte ich es gejinxt. Jetzt ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Oh mein Gott! Bruder, was? Ribéry! Digga, was geht denn bei Ribéry ab? Der ist die letzten 2-3 Spiele auch wieder voll da. Alter, Torvorlage heute. Schön, Stambouli. Kanté auch stark. Ribéry immer anspielbar. Ja, und dann auch mal Glück! Und dann auch mal Glück! Und dann auch mal Glück! Auch mal Glück! W's in den Chat! W's in den Chat! Auch mal Glück haben, Alter. Wichtig und richtig. Czerny rein. Na, ich warte noch mit Mango. Wow. Okay, man darf kein Torwart move in Karriere. Man darf, ich muss jetzt... Ich spiele jetzt auf Ball. Ich gehe jetzt, also ich mauer jetzt. Ganz stark, Junge. Und das ist es! Und da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Franck Ribéry, Alter. Franck Ribéry. Let's fucking go, Alter. Was für ein Spiel von Ribéry. 2 Tore, 1 Vorlage. Was für ein Spiel von Ribéry. Und Chat, das wollte ich beim 1-0 nicht sagen. Es ist, glaube ich, das erste Mal die Saison, dass wir 2 Spiele hintereinander gewinnen. Junge, was ein Spiel von Ribéry. An alle Hater. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hab Bock, eine Runde Goldsteak essen zu gehen. Junge, was ist denn auf einmal bei Ribéry los? Wir haben die ganze Zeit gesagt, der spielt so eine Durchschnittssaison. Auf einmal hat der 19 Scorer. Wo kommen diese 19 Scorer her? Tschüss. Also schlecht war das doch nicht. Ich rieche auch den Player of the Month, Franck Ribéry. Afraela. Ja, das machen wir nächsten Sommer. Das machen wir nächsten Sommer. So, Boutaib ist auch weg. Boutaib ist auch weg. An Al-Fazlai. Auswärts beim 19. Traue ich den zu. Auswärts beim 19. Traue ich den zu. Der Saisonendspurt beginnt jetzt. Bitte. Warum? 6 Punkte auf Rang 5. Und wir spielen gegen den 4. Come on. Come on. Come on. Wichtig, wichtig, wichtig. Maul. Oh, was spielen die da für Bälle? Digga, was vergeben die? Die machen. Ey, bitte. Wir machen so ein gutes Spiel gerade. Guck mal, jeden Ball kriegen wir. Bitte! Bitte! Ja. Big! 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 Das ist die beste erste Halbzeit der Saison. Mit Abstand. Halt's Maul! Oh mein Gott! Was geht ab? Bruder! Jungs, macht einfach so weiter. Einfach so weitermachen. Ribéry probiert's wieder. Ribéry, neuer Spieler, ne? Gila Vogui auch. Kuzma? Halt dein... Was? Digga, was ist das denn? Bruder! Ja, defensiv kriegen wir immer einen. Irgendwie kriegen wir immer einen. Sind 5 Punkte für Rang 5. 5 Punkte. Gegen SM Cannes oder so. Zocken wir noch gegen die. Also da kannst du sagen, was du willst. Aber wir haben seit die letzten 2, 4, 6, 7 Spiele waren 4 Siege, 3 Unentschieden. Ich bin auswärts beim 17. Männer. Oh, Boulanger hat 79. Declor 74. Macht einfach was. Macht einfach was. Das müssen wir gewinnen. Glaubt an euch, Männer. Denkt dran, ihr seid Macher. Ihr seid Macher. 5 Punkte aus 4 Spielen. Wir müssen alle 4 Spiele gewinnen. Wir müssen alles gewinnen, Chat. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen die letzten 4 Spiele alle gewinnen. Ja!
Rolex-Verdieger. Wer hat die Vorlage gemacht? War das wieder Ribéry? Nein. Egal, weiter, 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 weiter. Einfach aus der Druckphase rauskommen. Stark. Wir gehen jetzt gleich in die Halbzeitkabine. Besprechen uns, wir sammeln uns. Wir sammeln uns. Und dann überlegen wir uns jetzt, wie wir da in der zweiten Halbzeit rangehen. Männer, das ist ein richtig starkes Spiel von euch. In Halbzeit 2. Jeder probiert nochmal 5% mehr. Geht raus und klatscht sie weg. Nein. Nein. Guter Ball. Nein. Nein. Und wir sind wieder drin! Wir sind wieder drin! Wir sind wieder drin! Ruhig! Ruhig! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Wichtig! 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 Digga, Gila Fugi spielt eine bärenstarke Rückrunde. Kannst du sagen, was du willst? Wobei. Wobei. Wie haben die anderen gespielt? Kann noch nicht gespielt. Ey, wenn die verlieren, sind es 2 Punkte. Digga, ich leg so ein krasses Auge auf euch. Ich bin so ein Augenleger. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Die haben gewonnen. Fuck. 2 Spiele, 5 Punkte. Weiß ich nicht, Chat. Also 2 Spiele, 5 Punkte, weiß ich nicht. Ey, Ribéry, stark, Junge. Du bist geisteskrank. Wir geben nicht auf, Chat. Wir geben nicht auf. 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 Ey, geile Ansicht auch. Cool. Weiß gegen Weiß. Nice. Cool. Was für ein Weiß bin ich? Ich bin das Weiß, was von rechts nach links spielt. Ich lieg hinten. Ich lieg hinten. Stark. Egal. Eier zeigen. Eier zeigen. Kenny Lala. Tom, ich mach die heftigste Halbzeitansprache, die du je gesehen hast. Ist noch alles drin. Es ist ein Tor. Sunny Zock, dankeschön. Chat, ich möchte den krassesten Push-Emote-Spam sehen, den ihr jemals rausgehauen habt. Ich möchte, dass ihr den krassesten Push-Emote-Spam raushaut, den ihr jemals rausgehauen habt. Den krassesten. Männer, hört mir alle zu. Kommt alle zusammen. Wir haben uns hier versammelt, um Geschichte zu schreiben. 2-mal muss die Pille ins Tor. Rolex-Verdieger, Junge. Mich interessiert deine Vergangenheit nicht. Hab ich dich jemals für die Rolex aufgezogen? Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf diese 45 Minuten. Und ich möchte, dass jeder, egal ob Bank, egal ob Reserve, egal ob Startelf, egal ob eingewechselt, sein Herz auf den Platz lässt. Jeder. Und wenn einer einen Fehler macht, wird nicht gemeckert. Dann wird applaudiert, dann wird weitergespielt. Und wenn es in der 87. Minute immer noch 0-1 steht, dann glaubt ihr an euch. Denn ich glaub an euch. Die Fans glauben an euch. Und ihr geht da jetzt raus und tretet ihn in den Arsch. 45 Minuten. Kampf, Wille, Leidenschaft. Und ich kann nichts erkennen. Ja! Und weiter geht's! Weiter geht's! Stark, stark, stark. Schiri, wechsel. Schiri, wechsel. Wechsel. Wir stellen um, offensiver. Sira, du kommst rein. Du bist ein junger Bursche, aber ich glaub an dich. Weiter, weiter, weiter.
Weiter. Ja! Schiri, Schiri. Ruhig bleiben, Männer, ihr habt das. Ihr habt das und wenn ihr wollt, legt ihr noch einen nach. Keine Angst, keine Angst, wir spielen aufs Dritte. Wir spielen aufs Dritte, wenn ihr wollt, legt ihr einen nach. Zeit, wir haben Zeit. Wir haben ganz viel Zeit. Die wechseln nochmal. Deren Schuld. Die Zeit geht runter. Die Zeit geht runter. Die Zeit geht runter. Oh, gut, 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 gut. Alles unsere Zeit. Alles unsere Zeit. Vorbei. Abpfiff. Wie sieht's auf dem anderen Platz aus? Wie hat Kahn gespielt? Wie hat Kahn gespielt? Wie hat Kahn gespielt? Kein Interview. Wo ist Kahn? Wir sind offiziell in Liga 2. Wir sind offiziell in Liga 2. Wir sind offiziell in Liga 2. Wir sind in Liga 2. DeMarco Ney kriegt seinen Abschied. DeMarco Ney kriegt seinen Abschied. Zidane ist auf 74 hoch. Chat, ich möchte das Gitarren-Emote sehen mit Rüdiger Rammel, der die Gitarre spielt. Ich kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie alles gegeben hat. Ich kann es ihnen nicht vorwerfen. Ich kann es ihnen nicht vorwerfen. Ich kann es ihnen nicht vorwerfen. Schön. Männer, es sind die letzten 45 Minuten der Saison. Auch wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, möchte ich, dass ihr nochmal alles gebt. Digga, es ist eigentlich so eine gute Truppe. Das ist eigentlich so eine gute Truppe. Das ist eigentlich so eine gute Truppe. Die spielen eigentlich so guten Fußball. Digga, so eine gute Truppe eigentlich. Guck mal, was die da spielen. Guck mal, was die da spielen. So gut. So eine gute Truppe eigentlich. Es tut so weh. Es tut so weh. Es ist eigentlich so eine gute Truppe. 2 Punkte fehlen. 2 Punkte fehlen. Es fehlen 2 Punkte. DeMarco Ney hängt die Schuhe an den Nagel. Karriereende. Ribéry, bester Vorlagengeber der Liga. 16 Vorlagen. Team of the Competition, wer ist drin? Boulanger. Ribéry, Rolex-Verdieger, 3 Stück von uns sind drin. Ey, keine Ahnung, warum da keiner außer Defensive drin ist. Kann ich mir nicht erklären. Kann ich mir nicht erklären. Jetzt ist wieder alles im Lot. Ein schwarzer Tag für Paris FC. In Zeiten wie diesen. Es ist wichtig, ein Statement zu setzen. Es ist wichtig, ein Statement zu setzen. Frank, komm ins Büro. Frank, ich weiß, du bist auch enttäuscht. Ich weiß, du bist auch enttäuscht. Wir haben uns alle mehr vorgenommen. Aber wir glauben an dieses Projekt und wir glauben, dass du uns noch auch noch ein weiteres Jahr helfen kannst. Ich glaube an dich. Und nächstes Jahr werden wir zurückkommen. Und nächstes Jahr wirst du diese Mannschaft führen. Nächstes Jahr wirst du diese Mannschaft führen und im Rucksack tragen. Glaub mir, du brauchst nicht überlegen. Gleiches Gehalt wie vorher. Du wirst unser Topverdiener bleiben. Ein 9-2-Jahres-Vertrag. Und Franck Ribéry verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Wir werden stärker zurückkommen. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Und wir werden diese Hürde nehmen. Wir werden ein weiteres Jahr Zweite Liga spielen. Und wir werden vom ersten Spieltag an werden wir diese Aufgabe annehmen. Jungs, kommt zusammen. Kommt zusammen. Hey, Conte, ich würde ganz gerne einmal mit der Mannschaft reden. Ich habe gute News für euch. Franck hat seinen Vertrag verlängert. Nächstes Jahr, wir werden zusammenbleiben. Es wird Veränderungen im Team geben, aber der Kern wird zusammenbleiben. Und egal, ob wir nächste Saison noch in der Konstellation weiterspielen werden. Jeder hat diese Saison 100% gegeben. Außer Kanté ab und zu. Du warst scheiße, Bruder, aber es ist in Ordnung. Kann sein, dass wir die komplette Abwehr umändern werden. Aber Freunde, wir sehen uns am 1. Juli. Wir sehen uns am 1. Juli auf dem Trainingsplatz. Und dann werden wir es zusammen. Dann werden wir es zusammen versuchen. Lasst euch nichts von den Medien einreden. Außer Kanté, du warst scheiße. Stell dich der Kritik. Du bist als Kapitän nicht vorangegangen. Stell dich der Kritik. Du warst bodenlos. Aber alle anderen, 1.7. 1.7. zusammen auf dem Platz. Laufeinheiten, denn technisch seid ihr super. Wir werden in den Vergnügungspark gehen. Ich werde diese Saison auch eine Weihnachtsfeier organisieren. Und wenn wir spielfrei haben, dann geht's mal nach Malle. Saufen wir uns mal einen rein. Und dann greifen wir zusammen an. Wir greifen zusammen an. Freitag gibt's den nächsten Stream. Ich weiß noch nicht, ob Karriere. Aber wir werden zurückkommen. Was sagt die Presse? Was sagt die Presse? Paris FC Anhänger singen You'll Never Walk Alone für ihre Mannschaft. Gänsehaut. Paris FC Anhänger singen You'll Never Walk Alone für ihre Mannschaft. Gänsehaut. Eilmeldung, es ist offiziell. Rammel bleibt. Rammel bleibt. Calcio Düsseldorf, trotz der Enttäuschung, wird das Paris FC Goats nächste Woche kommen. Ich kann mich einfach nicht häufig genug bei den Fans entschuldigen. Es war zum Teil auch meine Schuld. Nächstes Jahr werden wir 110% geben. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück.